Herzen der Menschen erreichen, mit Musik hier und mit der Musik des Vertrauens, dass die Voraussetzung für Lieben zum Tun ist. Und das üben wir hier mit jungen Menschen, die das mitnehmen sollen im Leben. Sie haben Business erwähnt. Im Business habe ich gelernt, dass kein Kunde eine Maschine kauft ohne Vertrauen und dass ein Freund eines Kunden am besten den Menschen weiterempfiehlt im Sinne einer aktiven Vollreferenz, zu dem er Vertrauen hat. Deshalb habe ich gelernt im Leben, und es ist jetzt 87 Jahre alt her, ich schreibe heute 88,01 und freue mich. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und ich freue mich, dass ich das weiterentdecken und jungen Menschen helfen kann, das in sich zu entdecken mit dem, was wir hier in unserer Lernstadt Philum, so heißt das, Lernstadt Philum, bei jungen Menschen spielend, lernend erleben, wie sie es gesagt haben. Und in dem Sinne hoffe ich auch, dass diese zwei Tage für Sie ein Erlebnis sind, an dem Sie auch die Herzen aufgehen für das, was wir hier aus tiefstem Herzen von uns geben. Jedenfalls von meiner Seite. Und ich freue mich sehr, dass ich im Leben vielen wunderbaren Menschen begegnen durfte, die das ausstrahlen, dieses Vertrauen. Und es hat mich auch ermutigt, eben unseren jungen Menschen, ich bin ja heute nur Gast, anzuraten, Vertrauen als Kernbotschaft, als Kernelement dieses Miteinander zu prägen. Zwei Tagen unser Stiftungsthema Good Leadership in seiner ganzen Breite hier zu präsentieren. Und die ganze Breite beinhaltet, dass wir zahlreiche künstlerische Projekte haben, zahlreiche Projekte aus dem Bereich kulturelle Bildung, Ethik, Leadership, alles drum und dran. Und wir haben zahlreiche Formate, Panels mit interessanten Gesprächspartnern und morgen auch eine Projektmesse, wo sich zahlreiche Projekte eben präsentieren und die können Sie alle kennenlernen und die Projekte können sich auch untereinander kennenlernen. Und das ist das Ziel dieses Forums. Wenn ich Angie nicht mehr vertraue, unserer Mama, was mache ich dann? Dann will ich natürlich wieder einen Nationalstaat, dann finde ich die Fremden schrecklich, dann finde ich alles Komplexe ängstigend und dann will ich wieder den großen Führer. Das Wichtigste ist, dass man darauf vertraut, dass die Leute sagen, was sie denken, dass sie tun, was sie sagen. Wenn wir weiter behaupten, die politischen Systeme seien nicht vertrauenswürdig oder die Demokratie ist nicht vertrauenswürdig, dann geht es schief. Die Demokratie ist ja ein Beispiel. Wir wählen Leute, die wir gar nicht kennen.
und sagen, okay, wir vertrauen denen. Und das muss funktionieren und wir sollten alles darauf zu tun, dass es funktioniert, indem wir uns einbringen, uns beteiligen, zuverlässig sind in unseren Aussagen und auch, da schließe ich mich Herrn Freudenberg an, das tun, was man sagt und nicht andersrum. Interessanterweise habe ich dann festgestellt, dass dieses Grundschema, Grundvertrauen, Grundphänomen, dass es das in allen Kulturen gibt. Das ist ein kulturübergreifendes Phänomen und da sind wir auch schon wieder beim Weltethos. Weltethos, die Weltethos-Idee, die bemüht sich ja zu identifizieren, welche Werte sind gleich über die ganze Welt und da ist eben das Vertrauen ein solcher Grundwert. Ein solcher Grundwert, wie er auch im konfuzianischen Wertesystem auftaucht. Über Wahrheit reden, sollten wir nicht außer Acht lassen, dass es am Ende, wenn es um Wahrheit geht, auch um das Ziel geht des guten Lebens in Mitwelt, Umwelt und Nachwelt. Das ist Konstruktivismus, dass manche Menschen tatsächlich glauben, die Dinge sind so, wie sie sie sehen und nicht so, wie der Rest der Welt sie sieht. Das macht sie aber noch lange nicht wahr. Konzentration, Ruhe, nicht abrutschen, hol das Ding raus. Zeig es den anderen. Deine Mutter wird so stolz auf dich sein. Das ist dein Tag. Verhalte dich zu anderen dir selbst gegenüber so, wie du willst, dass andere mit dir umgehen. Und gehe davon aus, dass du fehlst, verletzlich und sterblich bist und stets auf die Rücksichtnahme anderer angewiesen bist und bleibst. Was fördert denn überhaupt Freundschaft? Freundschaft fördert, das Gegenüber so zu behandeln, als wäre das Gegenüber eine Freundin oder ein Freund von uns. Das heißt, die vierte Frage fordert uns dazu auf, in Vorleistung zu gehen. Unabhängig davon, ob sie mein Freund sind oder nicht, sollte ich sie so behandeln, als wären sie mein Freund. Und ich meine, dass diese drei Säulenbegriffe Vertrauen, Verantwortung, Liebe, dass wir die als Leitfaden und als Richtschnur in diese Zukunft verstehen sollten. Be the change you want to see in this world. Heute hier im Literarischen Kolloquium findet die zweite Abschlussveranstaltung unseres Ideenaufrufs Führung plus X statt. In diesem zweiten Jahr beschäftigen wir uns mit dem Thema Führung und Verantwortung. Jedes Institut unserer Förderpartner hat mit seinen Studenten eine szenische Lesung erarbeitet, mit Hilfe von Maxi Obexer, unserer Drehbuchautorin. Dort wurde lange gesprochen, dort sind Szenen entstanden, die Szenen sind dann weitergeschrieben worden, die wurden mir dann geschickt. Ich habe dann nochmal ein Feedback gegeben, dann kamen die Szenen nochmal zurück und ich habe die dann sozusagen szenisch bearbeitet, literarisiert und dann ein Gesamtgefüge geschaffen, das eben heute in Form einer szenischen Lesung gezeigt wurde. Kennt die KI Sympathie oder Empathie? Kann sie lieben? Kann sie lachen? Kann sie meinen Hund füttern? Vertrauen ist eine Wette auf die Stimmigkeit des Bildes des anderen, das man sich selbst macht. Wir haben den Begriff Respekt ganz nach oben gesetzt. Der ist dauernd in aller Munde. Und was heißt das auch? Wir gehen respektvoll miteinander um. Wie leben wir denn das? Kennen wir unsere Werte? Wissen wir, wo wir hinwollen? Das war ja auch so ein Ding. Aber es hat einfach ultra viel gebracht, weil ich glaube, so sich auch dann drei Investoren für uns rauskristallisiert haben, wo beide Seiten erkennen konnten, okay, das sind Werte, da können wir zusammenarbeiten. Bin ich schön genug? Bin ich liebevoll genug? Dies sind alle Vertrauensworte, dass man einfach ganz früh hören muss. Ein Kind muss das spüren und hören. Aber es fällt und steht mit der Gründerpersönlichkeit. Mhm. Ja, diese Affinität zur Risikobereitschaft, dass man Risiko nicht als was Schlechtes sieht, sondern als Chance. Mhm.